Sie möchten nach Forschungsdaten in einem Repositorium suchen, wissen aber nicht, welche konkreten für Sie in Frage kommen können? Als erste Anlaufstelle bietet sich re3data.org an. Re3data ist ein Online-Verzeichnis für Forschungsdaten, Repositorien und Datenbanken unterschiedlichster Disziplinen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Recherche in re3data durchzuführen. Im linken Auswahlfenster finden Sie die Filternavigation. Hier sind verschiedene Aspekte einzelner Repositorien aufgelistet. Sie können die Suche spezifizieren, indem Sie eines oder mehrere Suchkriterien auswählen, zum Beispiel den fachlichen Schwerpunkt, Art der Forschungsdaten oder das Land des Repositoriumbetreibers. Hier ein Beispiel. Wenn Sie ein Repositorium suchen, das statistische Daten aus den Sozialwissenschaften enthalten soll, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie im Reiter Subjects die gewünschte Fachdisziplin aus, zum Beispiel Social Science, und im Reiter Content Types Scientific and Statistical Data Formats. Hier können Sie Ihre Suche verfeinern und nur die Repositorien anzeigen lassen, die einen Open Access Zugriff anbieten. Die Suche nach einem Repositorium kann per Stichwort gestartet werden. Diese Strategie eignet sich besonders, wenn Sie in der Auswahlmöglichkeit der Filteroption keine zutreffenden Begriffe finden. Sehen wir uns folgendes Beispiel an. Unser Repositorium soll Forschungsdaten in Form von Corpora aus dem Fachgebiet der Italoromanistik enthalten. Nun beginnen wir unsere Suche über den Filter Subject. Allerdings finden Sie unter den aufgelisteten Disziplinen keine passende Formulierung. Stattdessen geben wir ins Textfeld unseren Suchbegriff ein und filtern nach gewünschtem Land, in unserem Fall Italien, aus. Auf Ihre Suchanfragen erhalten Sie solch eine Trefferliste. Diese zeigt unter anderem den Namen des Forschungsdatenrepositoriums, dessen Fachgebiete sowie eine Beschreibung. Jeweils rechts neben den Namen befinden sich verschiedene Icons. Beispielsweise steht das orangene Schlosssymbol für die Zugangsbedingungen, also Open Access oder Restricted Access. Die Icons lassen Sie die unterschiedlichen Stärken und Schwächen des Repositoriums erkennen. Klickt man auf den Namen des Repositoriums, bekommt man weitere Informationen angezeigt, zum Beispiel die Auskunft über die Betreiber und Förderer oder auch Leit- und Richtlinien. Auch die URL findet sich hier, über welche man das Repositorium direkt aufrufen kann. Wie man in ausgewählten Repositorien effektiv recherchieren kann, erfahren Sie in diesem Videotutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen!